Als der erste Tag schon der Woche freut mich, dass Sie heute dabei sind. Hochaktuell der brisante FIFA-Skandal. Bei mir heute ein Insider. Wir hoffen bei uns von ihm Einsichten in das, was passiert ist in den letzten 10 Tagen. Walter de Gregorio, danke vielmals, dass du gekommen bist. Kommunikationsdirektor von der FIFA, wer bist du? Ja, grundsätzlich ein entspannter Mann. Ja? Und ja, denke schon. Und auch authentisch, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ich bin vor und hinter der Kamera. So wie ich bin, mit dem Guten und dem Schlechten. Mhm. Du hast ja Geschichte studiert und dich vor allem für Moraltheologie dort interessiert. Hilft das jetzt für den Job, den du jetzt machst? Hilft wahrscheinlich schon, aber es hilft vor allem im Leben. Nein, es war tatsächlich so, dass ich während meinem Studium Geschichte, aber auch Philosophie, der rote Faden immer war, ist Doppelmoral. Überall, wo die grossen Moralisten auftreten sind, hast du eben auch das Thema der Doppelmoral gehabt. Das war früher, das ist ein roter Faden in der gesamten Kulturgeschichte, unabhängig in welchen Epochen und in welchen Ländern. Jetzt kannst du praktische Erfahrungen sammeln in diesem Bereich. Du bist ja ein kritischer Sportjournalist gewesen, der bestaussehende Sportjournalist von Zürich, kann man sagen. Und seit 2011 bist du eben am Sepp sein Mann für Presse, für Kommunikation. Schauen wir doch mal an, wie das sich abgebildet hat und angefangen hat am Mittwoch vor eine Woche, die Verhaftungen am Morgen früh und dann ein paar Stunden später Walter vor der Weltpresse. Für uns, die FIFA, ist dies gut, was hier passiert. Es zeigt, dass die FIFA auf dem richtigen Weg ist. Es tut nun zwar weh, aber es ist der einzig richtige Weg. Das heisst, du hast gesagt, das ist gut. Was ist denn gut? Haben die dann gewusst, dass die kriminell sind? Oder haben das vermutet? Sind sie froh, dass die verhaftet worden sind? Ja, das muss man da annehmen. Ja, also es ist sicher, ich kann es wiederholen, ein guter Tag, ein schmerzvoller Tag gewesen, aber ein nötiger Tag und insofern gut, weil wenn wir es jetzt richtig spielen, dann kann man das wirklich auch als Chance sehen. Ja, was heisst das Chance? Das heisst, Sie haben doch müssen annehmen, die sind schuldig. Also, ihr habt sie verurteilt oder vorverurteilt. Ihr seid nicht hinter eurer eigenen Lüge gestanden. Nein, also Vorverurteilung natürlich nicht. Und ich wie gesagt, die Leute sind jetzt mal verhaftet worden, ob sie schuldig gesprochen werden oder aber nicht. Was ist denn da nicht gut? Ihr habt ja vorher schon so viele Leute müssen rausrühren wegen Korruption. Jetzt werden noch 7 vor so einem Kongress. Und das finden die gut? Ja, es ist eine Konsequenz von dem, was wir schon vor 4 Jahren angeschoben haben. Die ganzen Reformen, die zum Teil greifen eben mit der Ethikkommission und mit der unabhängigen Audit-Compliance. Wir haben ja, wie du selber weißt, im November letzten Jahr der Bundesanwaltschaft den Garcia-Bericht weitergeleitet. Also wir würden es ja nicht machen, wenn wir nicht damit rechnen, dass irgendwann etwas kommt, dass es gerade 2 Tage vor dem Kongress dann zu so einer grossen Medienshow ausgeartet ist, das ist dann halt schon gut. Euer Timing war wahrscheinlich anders gewesen. Ihr habt gedacht, das geht immer so lange bei dieser Bundesanwaltschaft. Bis dann ist dann der Sepp schon wieder gewählt. Und dann kann man weiter schauen. Es sind ja 2 interessante Aussagen zu dem Thema von euch. Der Sepp hat dann gesagt, wir können nicht jedermann jederzeit überwachen. Und du hast gesagt, die FIFA kann sich nur bis zu einem gewissen Punkt selber säubern. Da muss ich aber sagen, das ist eine sparte Einsicht. Weil bisher hat es immer genau das Gegenteil geheißen. So hat der Sepp Blatter uns immer gesagt. Wir haben nur ein paar Schwierigkeiten und diese werden wir lösen innerhalb unserer Familie. Genau. Das war eure Devise und dann haben wir eben nichts gemacht. Das ist am 30. Mai 2011. Ja. Im Oktober sind dann die Reformen gestartet und da hat es vielleicht auch ein Umdenken gegeben. Es ist aber nein, das ist doch, er hat immer von der Familie geredet, wir regeln das. Und passiert ist jetzt ja das Gegenteil. Erst als die Amerikaner gekommen sind, ist etwas passiert. Nein, es ist nicht so. Also passiert ist schon in den letzten 4 Jahren viel. Ich habe jetzt die Liste nicht da von all dem, was die... Was die nein, all denen, die rausgekriegt worden sind. Es ist, wegen Korruption? Ja, zum Teil, ja. Sind, wenn du jetzt mal schauen, wer alles im Exekutivkomitee 2010, wo die WM vergeben wurde, dann ist nicht viel übrig geblieben. Nein, die meisten sind weg. Und, aber was du sagst, wir können nicht alles kontrollieren. Ja. Das ist tatsächlich so, obwohl das gut, schlecht ankommt bei den Leuten. Nur ein konkretes Beispiel. Die Leute, die jetzt hier verhaftet worden sind, noch nicht vor Ort, ja, die sind verhaftet worden im Zusammenhang mit irgendwelchen krummen Dingen von ihren Konföderationen. Wie sollen wir das wissen? Ich gebe ein konkretes Beispiel, einfach damit die Leute das verstehen. Wenn die UEFA mit einem Sponsor im Zusammenhang mit der Champions League einen Vertrag aushandelt, Fernsehvertrag, Marketingvertrag, und irgendetwas wird dort gemauschelt,
dann ist der UEFA-Präsident, in dem Fall der Michel Platini, wäre zuständig. Aber weil er gleichzeitig Vizepräsident ist von der FIFA, heisst FIFA. Wir haben keinen Einblick in die Verträge der einzelnen Konföderationen. Wir können das gar nicht kontrollieren. Das glaube ich auch. Es geht nicht nur um die einzelnen Konföderationen, sondern es geht natürlich auch um die WM, oder, wo da natürlich der grösste Topf ist. Ist eigentlich die Wahl ins Exekutivkomitee generell, vor allem in der dritten Welt, eine Lizenz, um sich bestechen zu lassen? So kommt es einem vor. Wie gesagt, der Präsident Sepp Blatter hat selber gesagt in seiner Rede, als er angekündigt hat, dass er sein Mandat wird abgeben im nächsten Kongress. Das wird in 6, 7, 8 Monaten sein, außerordentlicher Kongress. Er hat angetönt, dass eines der grossen Probleme, die wir haben, die Exekutiven ist. Weil hier werden die Leute zugewählt, ohne Kontrolle, die nachher Teil sind von der Exekutive. Und der Präsident, der keinen Einzelnen ausgesucht hat, musste mit denen arbeiten. Genau, das hat man bisher nie überprüft. Wollt man überprüfen. Gehen wir aber noch mal zurück. Ich hatte das Gefühl, es sei das Problem schon halb gelöst gewesen, aber am gleichen Tag, am Nachmittag ist etwas passiert in New York, 16 Uhr Schweizer Zeit, das grosse Stichwort Korruption, wo dort kommt. Dies geschah immer und immer wieder, Jahr für Jahr, Turnier für Turnier. Das ist die Weltmeisterschaft des Betrugs und wir zeigen der FIFA die rote Karte. Also wie ist das bei dir denn auch? Also IRS, also Steuerbehörde, knallhart. FBI und Justizministerin selber, das ist wie wenn ein 40-Tonner über dich hinwegbraust, oder? Nur noch der Obama gefällt. Ja, sind wir enttäuscht, dass er nicht auch gekommen ist? Genau, hat vielleicht anders gekommen. Weil er das Gefühl hatte, weil er nur mit Präsidenten verhandelt. Nein, vielleicht hat Obama im Gegensatz zu den Leuten, die du jetzt da gerade gezeigt hast, andere Prioritäten, vielleicht ein paar wichtige Sachen. Ist ja klar, ist auch nicht sein Ding. Genau. Aber gleich, als wir das gesehen haben, ist er da nicht kalter Rücken runtergelaufen? Nein, kalter Rücken nicht. Nein, ich habe einfach mir vorgestellt, was jetzt für eine Welle, mediale Welle auf uns zurollt. Nicht nur medial, also vor allem jetzt erstens einmal, ich würde mich nicht über das amerikanische Justizsystem auslassen, aber wenn man ein bisschen in die Vergangenheit schaut, dann vieles, was gemacht ist und gesagt worden ist, das hat sich dann bewahrheitet, das ist viel inszeniert. Ich sage nicht, dass sie grundsätzlich, ich meine, ich habe gelesen, was sie da publiziert haben. Eben, du hast den Bericht gelesen. Bist du auch erschrocken, oder? Wenn es zutreffen würde, dann ist es schon ziemlich happig. Aber die behaupten jetzt einfach auch, das Schlagwort die Weltmeisterschaft des Betrugs, das ist irgendwie... Ja, es ist einfach der Showtime. Genau, das macht den Sepp Blatter. Sag mal, weißt du, was RICO heisst? Ja, weiß ich schon. Was heisst das? Das ist die Liste, wo, wenn du mal drauf bist, als Unternehmen ein Problem hast. Nein, du bist nicht ein Unternehmen. Das sind organisierte Kriminalität. Das gilt für Casa Nostra und Cosa Nostra. Cosa Nostra. Und für die Mafia. Ja. Das heisst Racketeer Influenced Criminal Organization. Mhm. Und das ist jetzt die FIFA auch. Also, nein, schlimmer kann es nicht. Die haben genannt in dem Zusammenhang RICO. Nein. Und für das gibt es ganz besondere Gesetzgebung in Amerika. Ja, aber der FIFA ist nicht drauf. Ja, Nein, die FIFA ist nicht drauf. Es ist einfach so. Gut. Also. Ich will es auch nicht wollen. Also, weißt du, nochmal, wenn ich jetzt die FIFA mit der Mafia vergleiche, ja. Du hast ja gesagt, ich sei Italiener. Ja. Ich meine, das geht mir so extrem auf. Es regt mich einfach auf. Klar. Aber es ist ein Buch rausgekommen. Ja, vor ja. ein paar Jahren. FIFA Mafia. Und gegen das haben wir nicht geklagt. Also, nein, ja, wenn wir klagen würden gegen all die. Nein, es ist. So viele Bücher gibt es nicht und so Dokumente. Lass mich etwas sagen zur Mafia. Ich meine, ich höre selber, als ich auf dieser Seite war, als Journalist, mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Da geht es um Kapitalverbrechen. Da werden die Leute umgebracht. Bei der Mafia. Da geht es um Prostitution, Waffenschieberei, Drogen usw. Da geht's, ich will das nicht bagatellisieren, da geht es um Vermögensdelikt. Ja. Das ist immer noch ein qualitativer Unterschied zu dem, was die Mafia richtig bedeutet. Mafia ist einfach ein Kollektivbegriff für organisierte Kriminalität. So. Die Leute, die keine Ahnung haben, die brauchen das. Die Reaktion dann bei der FIFA, bei euch, oben am Zürichberg, nada. Es ist nichts passiert. Business as usual. Der Sepp hat gesagt, der Kongress findet statt. Er wird gewählt und ist dann so vor der Kongress. Alles, was ich möchte, ist, bei euch zu bleiben. Ich möchte gerne mit euch weiterfahren. Genau, und ist dann gewählt worden mit 2/3 der Stimmen. Mhm. Und was hat er als Erster gemacht? Er hat wieder das Gefühl gehabt, ich bin jetzt im Driver-Seat. Er hat Amerika bedroht, hat gesagt, die haben die WM nicht bekommen, 2022. Drum sind sie jetzt auf uns losgegangen. Er hat dann den Satz gesagt, ich vergebe alles, aber ich vergesse nichts, oder? So wie ein Mafia. Pate, also, oder ein Western-Film, Dio Perdona Io No, mit dem Bud Spencer. Der Mafiosi würde eben nicht vergeben. Ja, gut. Er vergisst ihn und vergeht ihn nicht.
es hat sich ja vor allem auf einen Mann bezogen, seinen ehemaligen... Ich bin bitter enttäuscht. Oder? Ich bin angewidert. Ich habe genug. Genug ist genug. Und zu viel ist zu viel. Eben, das ist eigentlich, der hat er als den Hauptverräter angeschaut, oder? Ja gut, der hat ja da ziemlich Gas gegeben und ist auf den Präsident los. Mhm. Und man weiss zum Beispiel, Katar hast du erwähnt. Mhm. Er war für Katar. Und, das eben nicht. Ja, ich kann es jetzt nicht bestätigen, aber man geht davon aus, dass er sicher nicht war. Das weißt du auch. Und er muss jetzt den Kopf haben für so Leute wie Michel Platini. Gut, aber und die ganzen Reformen, und da würde es weit gehen, sind auch blockiert worden wegen der UEFA. Okay, aber er ist wieder... euphorisch war nach dieser Wahl. Ich meine, hast du nicht stoppen? Hast du nicht sagen, hey, Sepp, ganz ruhig. Hättest du schon wieder andere Anschuldigen etc.? Doch, ist das klug? Ich wollte mich jetzt dazu nicht äußern. Wieso? Nein, das weil, ja, da, ja sicher. Natürlich ist jetzt das eine suboptimale Siegesfeier-Rede. Aber man muss auch verstehen, das war ein langer Kongress. Es war eine extrem harte Woche. Es hat sogar eine Bombendrohung gegeben und so weiter und so fort. Und dass er halt ein bisschen euphorisiert war. Er hat natürlich nicht nach Skript seine Rede gehalten, sondern ist halt emotional geworden. Dann hat er gesagt, let's go FIFA und Sättigspiel. Ja, aber das ist also nicht immer eins zu eins. Das muss man auch ein bisschen durchgehen lassen. Meinst wirklich, du? Ja, das finde ich schon. Also, weil die Rede, die er nachher gehalten hat, später... Die hast du geschrieben? Einfach unser Team, ja. Aber logisch, also, die tut er absegnen. Also, ich tue ihm sicher nicht etwas vorlegen, das er nicht absegnet. Gut. Am Sonntag hat alles wunderbar ausgesehen. Schweizer Illustrierte hat ihn auf den Titel genommen, frisch gewählt, frisch verliebt. Sepp im Glück ist dann die ganze Woche am Kiosk gewesen. Ist ein bisschen nicht ganz optimal gewesen. Du bist bei mir in der Sendung bei Radio 1. Mhm. Wir haben am Mittag um 12 Uhr geredet. Du hast gesagt, wir haben es eigentlich im Griff. Der Sepp wird dann nach Kanada gehen, an die Frauen-WM etc. Zwei Stunden später war irgendetwas ganz anders. Du hast auch noch gesagt, du gehst am Abend zum Günther Jauch in der ARD und am nächsten Abend zum Platzbär. Dann ist plötzlich alles abgesagt worden. Was ist dort passiert, Walter, in diesen zwei Stunden? Es war jetzt nichts Konkretes. Komm schon... jetzt! Nein, wir haben einfach gemerkt, dass sich etwas verdichtet. Dass da... Was? Es ist der Entscheid da gefällt wurde, dass wir wirklich in einer Krise sind und dass das Topmanager muss da bleiben. Das heisst, ich gehöre auch dazu. Darum bringt es nichts, wenn ich jetzt zum Günther Jauch gehe oder zum Blasberg und so. Sondern wir haben gewusst, dass von Amerika etwas kommt. Wir haben auch gewusst, von wem? Euer Chefjurist, Marco Filiger? Ja, einfach, wir haben verschiedene... Er hat telefoniert mit Anwälten. Wir haben verschiedene Leute, logischerweise. Und dass da jetzt irgendetwas kommt von Amerika, das ist in der Luft gelegen. So. Und dann hat auch der Marco Filiger das gehört von eurer Anwälte in New York? Der Marco Filiger ist der Direktor vom Rechtsdienst und er ist so informiert wie wir alle im Management Board. Und, es ist ja alles viel schneller gegangen, als wir erwartet haben, weil es ist angekündigt worden. Am Mittwoch wird das Geständnis von Chuck Blazer veröffentlicht. Chuck Blazer ist einer der wichtigsten Männer von der FIFA. In den letzten 20 Jahren war an sehr vielen Sachen dabei gewesen, etc. Und ist jetzt noch Spion gewesen, wie man herausgefunden hat. In den letzten 4 Jahren vom FBI, den Schlüsselanhänger, hat er ein Mikrofon gehabt, hat alles abgelassen. Das hat euch sehr nervös gemacht. Nicht unbedingt, weil Chuck Blazer, der ist in irgendwelchen Deals verwickelt. Unter anderem hat er jahrelang keine Steuern gezahlt und so weiter. Das ist und so fort. In Amerika. Das ist ziemlich schlimm, ja. Und so ist auch Al Capone gefasst worden. Genau, der ist allerdings an Syphilis gestorben, nicht wegen der Steuererklärung und nicht ausgefallen. Aber auch nicht wegen dem Mord, den er gemacht hat. Genau. Aber jetzt zum Jack Blazer, er hat ja gestanden, unter anderem auch, um seinen Kopf zu retten. Ja, und jetzt muss das, aber der Umkehrschluss ist das Geständnis, das er gesagt hat, was er alles gemacht hat. Es ist ein Geständnis, das heisst, die Fakten sind nicht verifiziert vom Gericht. Und obwohl er einfach dort hat können sagen, was er will, ein Name fehlt. Der vom Sepp Blatter. Das jetzt erklären wir doch das einmal. Ich erkläre das. Ja, seit 40 Jahren versuchen wir es, sogar er hat ich seinen Namen genommen. Weil gar kein Name dort erwähnt wurde. Überhaupt kein Name. Die Amerikaner sind viel cleverer, als ihr denkt. Ich habe gemeint, oder habe Angst gehabt, der könnte der Name von Sepp Blatter sein. Die wichtigen Sachen sind geschwärzt, dem Urteil. Ich habe das Ganze gelesen. Und die Amerikaner gehen Schritt für Schritt vor und haben nicht irgendwelche Namen genannt. Nein, aber schau jetzt, zumindest die Amerikaner wissen, was unter diesen schwarzen Balken von Namen sind. Ja. Nehme ich an, oder? Und trotzdem, man sagt, der Sepp Blatter hat Angst, nicht mehr umzureisen, weil er verhaftet werden könnte. Ich meine, ich bin die letzten Monate in Dutzenden von Ländern mit ihm umgereist. Ich bin in Palästina, Israel. Er war auf den Bahamas im April. Also es hätte zig Möglichkeiten.
Möglichkeiten gehabt, ihn zu verhaften, wenn sie etwas gehabt hätten. Und sie Walter, es geht doch ganz anders. Du als Mafia-Spezialist aus Italien weißt das. Man geht von unten auf und holt Pentiti, man holt Kronzeuger und die liefern und liefern. Und am Schluss holt man den Top-Guy, nicht am Anfang. Genau, und der gute Punkt ist, gerade weil ich auch etwas weiss über die Mafia, wenn du das schon sagst, ganz viele von diesen Kronzeugen haben sich am Schluss als grosse Lügner herausgestellt. In den grossen Mafia-Prozessen. Vielleicht sind das jetzt alles ehrliche Leute, aber ich würde keinen einzigen über nur der Unterschied zu den Mafia-Prozessen der 70 und 80 Jahre. Heute gibt es Überwachungsmöglichkeiten, Abhörmöglichkeiten, wo man das alles überprüfen kann. Aber dann ist ja auch noch etwas passiert. Ich weiss nicht, ob das am Sonntag schon gehört hat, der Fall Südafrika. Dass Südafrika soll 10 Millionen in einer irgendwelchen Wohltätigkeitsaktion nach Mittelamerika geschickt hat, unter dem Namen Operation Diaspora. Also die reichen Südafrikaner liefern den armen Leuten in Mittelamerika 10 Millionen. Ist aber von der FIFA direkt gekommen. Nur das Geld ist gar nie dort angekommen. Es ist angekommen nachher, dann 2008, beim Jack Warner und beim Chuck Blazer. Und von dem Projekt Diaspora hat noch nie etwas gehört. Und ich habe auch nie etwas erfahren. Oder weißt du etwas von dem Projekt? Nein, schau, das ist ein kompliziertes Dossier. Ich versuche es in zwei Sätzen zusammenzufassen. Es gibt Projekte von der FIFA im Zusammenhang mit der WM, zum Beispiel Südafrika. Das sind über 100 Projekte. Richtig. Es gibt Projekte Football for Hope, dann Win in Africa for Africa und so weiter. Und das sind alles Projekte, die wir FIFA auslösen, kontrollieren, KPMG oder Ernst & Young und so weiter. Wir reden hier von irgendwie 100, 200 Millionen. Dann gibt es von der Host-City, also vom Host-Country, Südafrika, gibt es Projekte, die wir nichts damit zu tun haben. Aber die sind in Südafrika? Nein, sind die in Malawi? Und die südafrikanische Regierung, damals Staatspräsident Thabo Mbeki, hat unter anderem, die hat auch Dutzende von Projekten gehabt, in Afrika, aber auch außerhalb von Afrika. Die haben gesagt, eines von ihren Prestigeprojekten oder eines von vielen Projekten war die Diaspora, die Afrikaner, die außerhalb von Südafrika sind. Das hat mit uns nichts zu tun gehabt. Wie sind wir involviert in diesem ganzen Projekt? Sie haben gesagt, das kostet 10 Millionen. Statt dass ihr uns den ganzen Brocken gebt für die WM, ziehen wir uns die 10 Millionen abziehen und schicken das über. Vielleicht war das ein Fehler. Ja, nur, was ist mit dem Projekt passiert? Eben, das ist der Punkt. Wir haben mit dem Projekt nichts zu tun. Es gibt es nicht, das Projekt. Nochmal. Der Jack Warner selber hat gesagt, er hat gefordert 10 Millionen. Weil dort ist es noch darum gegangen, Marokko hat ihm 1 Million angeboten für seine Stimmen oder die 3 Stimmen von CONCACAF und Südafrika 10 Millionen. Wenn es so ist, dann werden sie so herausfinden, die da sind. Ja. Du musst es einfach nochmal akzeptieren. Ich tue es gerne wiederholen. Es gibt Projekte, wo wir direkt involviert sind. Und von diesen Projekten hast du nie etwas gehört. Genau. Und dann gibt es Projekte, die zum Beispiel Südafrika, die Regierung, und da haben wir gar nichts damit zu tun. Ja, ist ja klar. Aber das ist ja, so. Wenn Brasilien solche Projekte macht, in Brasilien ist eine Sache. Aber Fakten sind ja relativ klar. Das ist alles beim Jack Warner geblieben. Und der Herr Becky hat ja mit dem Sepp Blatter über das geredet, wie wir gestern erfahren haben. Also President to President. Ich verstehe das nicht. Was ist da für ein Skandal? Natürlich tut dem Becky oder wer auch immer sagt, du, wir haben aber das und das Projekt. Aber er hat von diesen 10 Millionen. Aber das, aber das könnte doch der Smoking Gun sein, der euch verunsichert hat. Vielleicht gibt es irgendeinen Smoking Gun. Ich wollte es nicht ausschliessen. Aber das ist eine leere Patronenhülle. Gehen wir weiter. Der Unruhe am Montag in der FIFA, du warst dort. Am Dienstagmorgen gab es eine Sitzung von 5 Leuten, die Sepp eingeladen hat. Oder? Das war er, dann der Herr Walk, dann der Marketingdirektor, der Finanzdirektor und der Walter de Gregorio. Wie ist das abgelaufen? Bist du weißt, dass ich dort war? Ne? Ja? Nein, es ist nicht es ist so gewesen. Ich sage das jetzt. Es hat ein Meeting vom Management Board. Es hat die Direktoren, die vor Ort waren, die sind gekommen. Ich weiß jetzt auch nicht, wer alles dort war. Der eine ist der Competition ist in Neuseeland, weil wir das Turnier haben. Der andere ist dort. Aber das sind die 5 wichtigsten. Ja, und was ist denn, wie ist denn abgelaufen? Wer hat denn das erste Mal das Wort Rücktritt ins Maul genommen? Wahrscheinlich du nicht, weil der Präsident selber hat uns informiert über seinen Entscheid am Dienstag Morgen. Aber gleich, ihr habt ja eben schon gesagt, hey, es wird heikel, etwas passiert etwas. Und man hat es ihm ein bisschen nahebringen, dass er es dann selber eingesehen hat. Was war der Turning Point gewesen? Ich kann es nicht sagen, aber es hat verschiedene Leute, die mit ihm gesprochen haben. Ja, aber du bist ja dort dabei gewesen. Ich habe mit ihm geredet, Ich habe einfach gesagt, schau, was die Amerikaner wollen,
ist, dass sie das Bild haben von dir in Handschellen, ja. Nochmal mit dem Kopf, wo sie, das ist das klassische Bild, wo überall, und das wäre es vielleicht überkommen. Ob nachher du, haben gesagt, zwei Stunden später freigelassen wirst, interessiert niemand, weil das Bild ist da. Und so. Also du hast ihm da gesagt, das ist eine Wahrscheinlichkeit. Ich muss ihm ja sagen, was ich und dann, denke. Und dann irgendwann hat er dann selber müssen sagen, ich kann nicht sagen, wer alles mit ihm geredet hat. Er hat interne Leute, externe Leute. Der Entscheid hat er für sich getroffen. Ich gehe davon aus, dass er das irgendwie im Kopf als mögliche Option, ja, theoretische Option hatte. Und es ist plötzlich ein konkreter geworden. Aber quasi das ausschlagende, ja, Moment, das weiss ich nicht. Welches war denn für dich der emotionalste Moment in den letzten 10 Tagen? Der emotionalste war, nachdem er angekündigt hat, dass er sein Mandat zurückgibt. Und nach der Pressekonferenz, Hast du die Rede mitgeschrieben? Weil das hat ja interessante Sachen, also, die aufsehenerregend sind. Er hat zuerst mal gesagt, jetzt werde ich ja nicht mehr gewählt. Ich bin sicher involviert gewesen. Ja, ist gut, okay. Aber ich werde nicht mehr gewählt, oder ich muss nicht mehr gewählt werden. Jetzt kann ich die Reformen noch angehen. Das heisst, er hat einen direkten Link gemacht zwischen seinen persönlichen Ambitionen und der Reform in der FIFA, was ja an und für sich aufsehenerregend ist und eigentlich skandalös ist. Nein, aber es ist doch Tatsache, wenn du als Präsident wieder musst um deine Wiederwahl fürchten oder um die kämpfen, dann tust du dich halt anders verhalten, wie jeder Politiker auch. Wie wenn du sagst, das ist mein letztes Mandat, dann kannst du machen, was du willst. Ja, du musst nicht nach links und rechts schauen und kannst das durchziehen. Der Ex-Journalist, also der damalige Journalist Walter de Gregorio, hat 2010 der Weltwoche geschrieben. Jetzt kommt das wieder. Nein, ist ganz anders. Greift Blatter durch, also macht Reformen, wird er nicht in seinem Amt bestätigt. Und er muss sich entscheiden, ja, zwischen Wiederwahl und Reformen. Ja. Und das hast du richtig gesagt. Er hat sich aber zweimal für die Wiederwahl entschieden. Nicht einmal, zweimal. Also. Und er hat gesagt, entweder wird er nochmal gewählt oder genau. Es gibt ein Denkmal. Und jetzt ist das Denkmal in Trümmer. Ja, schau, das hast du vorausgesehen. Ja, ich bin Prophet sozusagen. Ja. Nein, aber schau jetzt, es sind zwei für mich wichtige Momente. Erstens ist es tatsächlich so, dass Sepp Blatter hat das 2011 am UEFA-Kongress gesagt, das ist sein letztes Mandat. Und auch mir gegenüber. Und anderen Leuten war wirklich überzeugt, dass das sein letztes Mandat ist. Ich glaube, die ersten zwei Jahre auch den ganzen Reformprozess hätte können anschieben können, weil er gesagt, weißt du was, mir ist gleich, ob das gut ankommt oder nicht. Und dann ist etwas passiert, dass zum Beispiel sein Kronfavorit Michel Platini plötzlich einfach die Philosophie, die der Blatter für seit 40 Jahren vertreten hat, nämlich eine Solidarität weltweit, jeder ist gleich und so weiter, er hat immer mehr auf Europa, immer mehr eurozentrisch. Übrigens ist das bis 75, weißt du, hat es keine Entwicklungsbrüche. Ja, klar, aber das ist und dort, wenn, er kann doch nicht irgendwie sein Kind, wenn er das als sein Kind sieht, jemandem übergeben, der eine komplett andere Philosophie hat. Das geht doch nicht. Gut, aber dann hätte er einen anderen können suchen. Und es ist interessant, auch noch gesagt, in dieser Erklärung, Schlusserklärung, die du offenbar mitgeschrieben hast, ist mir viele Sätze sind ein bisschen seltsam gewesen. Der ist mir besonders aufgefallen. Zudem brauchen wir eine Mandats- und Amtszeitbeschränkung nicht nur für den Präsidenten, sondern für alle Mitglieder des Exekutivkomitees. Ich habe tatsächlich für diese Änderung gekämpft, die aber abgewiesen wurde. Das ist so. Das sagt einer, der sich 4 Tage vorher zum 5. Mal hat wählen lassen. Also Nein, das sind jetzt zwei verschiedene Sachen. Ja, was? Hallo? Also, das ist ganz gut, dass du das fragst, damit ich das klären kann. Wenn die Mandatsbeschränkung angenommen worden wäre, dann hätte das absolut keinen Einfluss gehabt auf die nächste Wahl. Weil es gibt immer eine Übergangszeit. Das heisst, der Sepp Blatter hätte auch mit der Amtszeitbeschränkung nochmal kandidieren können. Das Problem, und das hat übrigens auch der Professor Biet ein paar Mal gesagt, ist so gewesen, dass Mitglieder von der UEFA gesagt haben, die Amtszeitbeschränkung gilt nur für dich als Präsident, aber für uns in der Exekutive nicht. Das ist völlig schwach. Aber hätte er mit Beispiel voran. Gut, gehen wir doch auf den entscheidenden Moment zurück in der FIFA. Nämlich 2. Dezember 2010, wo der Sepp Blatter das Gouverneur rauszieht. Du bist damals mal bei mir im Studio bei Radio 1. Hast das live mitverfolgt bei mir und Guido Tognoni? Und hast das wie folgt kommentiert? Das ist eine Bankrotterklärung vom Fußball. Es ist, man kann es nicht anders sagen, da ist Geld geflossen. Kann man natürlich jetzt so nicht beweisen. Bin ja absolut überzeugt, weil es müsste irgendeiner kommen und nur ein Argument, eins müsste bringen. Und das kann er nicht. Es gibt kein Argument, um in Katar ein WM stattfinden zu lassen. Das hast du damals gesagt. Ja, und die Argumente habe ich bekommen. Genau. Ganz aber viel. Eben, bist du total verblüfft gewesen, hast gesagt, das ist
korrupt gewesen, das Ganze. Übrigens, dein heutiger Gegenspieler, so der FIFA-Kritiker, der zweite Mediendirektor. Genau, vor dir. Der von der Weltpresse. Genau. Der bestätigt das, hat mir zum Beispiel gesagt, der Bin Hammam hat ihm, das ist sein Freund, hat ihm bestätigt, am Tag vor dieser Wahl hat er alle Stimmen zusammen. Da hat Guido ihn gefragt, ja, hast du denn den Sepp auf deiner Seite? Hat er gesagt, das brauche ich gar nicht. Und im Club letzte Woche hat er es wie folgt erklärt. Bin Hammam hat im Dezember 2010 die WM nach Katar geholt. Reden wir jetzt nicht über die Mittel. Bin Hammam sagt heute noch, wir haben nur die Regeln der FIFA angewandt. Das stimmt, weitest gesehen. Das heisst, die Regel der FIFA heisst korrupt. Man muss bestechen. Aber dann muss er bestätigt das. Ja, aber dann sollen seine Informationen weitergeben an die Ethikkommission oder an die Bundesanwaltschaft oder wer auch immer. Die sollen jetzt Guido Cognoni mal in Schweiz kosten und herausfinden, was er weiss. Du hast damals 2010 bei mir am Radio gesagt, es ist jetzt bewiesen, dass Länder, wo Korruption bestraft wird, wie Amerika England, die können das gar nicht machen. Es können nur noch Länder machen, das hast du dort gesagt, die korrupt sind. Also Russland und Katar. Aber du wirst mir zugestehen, dass ich auch gescheiden werde. Wirst du mir zugestehen, dass du einen anderen Job hast? Nein, wirklich. Wenn ich gesagt habe, erstens mal ist für die FIFA schlecht, hätte passieren können. Imagemäßig Katar, das ist, und das hat sich bewahrheitet. Zweitens, ich habe mir nicht vorstellen, ich habe kein Argument gehabt, dass man die WM nach Katar bringt, ohne dass man zahlt. Jetzt ist es 5 Jahre vorbei und ich habe ein paar andere Argumente. Zum Beispiel das Argument, dass die Araber kommen und sagen, hey, es kann doch nicht sein, dass ihr immer die WM in Südamerika, Europa, dann irgendwann gehen sie nach Asien, irgendwann gehen sie nach Afrika, aber die Araber sind draussen. Was sind die im Fußball? Die haben sie überhaupt nicht gebracht. Aber weißt du, erklär mal einem Araber, warum er ausgerechnet die WM nicht dürfen haben. Ein grosser Teil der Welt wird ausgeschlossen. Nein, aber die das haben ja Fußballer ist noch gar nicht geboten. Kaum sind sie an der WM gewesen und wenn schon sind sie nicht in der Nachtfinale. Barcelona hat doch jetzt gerade die Champions League gewonnen. Ah, weil Katar auf dem Leibli haben. Hallo. Also gut. Nein, jetzt gibt es eine neue Fußball, These. Sie sind Fußballfans und Fußballfreaks. Es gibt eine neue These, dass Sepp Blatter könnte jetzt sagen, wenn die Untersuchungen laufen, dann bin ich dafür, dass Katar die WM verliert und er dann als der Reformer doch noch da steht und auf eine Art und Weise seinen Ruhm und seinen Ruf kann noch sichern. Glaubst du das? Nein, das glaube ich nicht, weil ob jetzt Katar die WM spielt oder nicht, hat mit der Reform nichts zu tun. Das ist ein Medienhype, denke ich mir. Ein Medienhype? Ich glaube schon. Eine Skala, wo jetzt so eine Art Nein, Medienhype im Sinn, wir wollen einfach die WM in Katar nicht haben. Wir wollen sie einfach nicht haben. Es gibt ganz viele Kräfte, die da, ziemlich viel dazu beitragen, dass die WM Katar mit der Reform... Domenico Scala hat gesagt, wenn da Beweis käme, dann würde Katar das verlieren. Findest du das gescheit als Kommunikationsdirekt, dass so etwas sagt? Das ist die Aussage von Domenico Scala. Okay, er ist ein Unabhängiger. Meine Position oder unsere Position ist immer die gleiche. Die WM 2018 und 2022 findet in Russland und in Katar statt. Eure Position ist immer so lange gültig, bis sie nicht mehr gültig ist. Ich mir jetzt spekuliere. Wenn ich morgen tot umkehre, dann kann ich auch nicht arbeiten. Gut, aber du hast zum Beispiel auch gesagt, in den nächsten 10 Tagen wird Herr Walk und der Herr Blatter nicht nach Kanada fliegen. Ja. Das ist, glaube ich, vor 7 Tagen. Nein, das ist vor ein paar Tagen. Gut, die sind jetzt dann bald abgelaufen. Werden Sie jetzt den Flüge nach Ablaufen dieser Zeit? Der Jérôme Marc fliegt morgen nach Russland. Jetzt sagst du, nach Russland? Ja, das ist auf dem Plan. Ja, wir haben wenn Putin dein letzter Freund ist, bist du arm dran. Los jetzt. Ich weiss das genau. Und vielleicht hätte ich es gar nicht sagen sollen. Aber neben dem Ganzen, was wir jetzt so machen, Krisenkommunikation und so weiter, Daily Business läuft weiter, die WM läuft weiter. Russland war auf der Agenda und dort wird er hingehen. Ich bleibe da, ich musste meine Reise nach Russland absagen. Einfach weil logischerweise. Aber wird der Sepp dann jetzt. Ich meine, er hat immer gesagt, Frauen-WM ist die zweitwichtigste WM. Wird er dort hingehen? Oder wird jetzt sein Flüger, der nach ihm benannt ist, HB Joe? Nein. Wer hätte das? Hast du irgendwann in einem ARD-Trash-Film gesehen? Ich habe das, aber gleich wird er die Schweiz in der nächsten Zeit verlassen und an seine WM gehen. Er wird ja immer rausgepfiffen, oder? Wir haben ja das also, zum Beispiel vom Confederation Cup, wo er dort in Brasilien war. Ein Argument war ja noch bei seinem Abgang, dass die Fans sind nicht mehr so einverstanden mit ihm. Und das ist aber schon länger. Du weißt, warum Fans so gepfiffen haben? Das ist, weil sie hat dort ein grosses, massives Problem gehabt, die Dilma Rousseff. Aha. Und,
Also wenn einer Respekt fordert, hat er dann nicht schon verloren? Nein, er hat ja für sie, hat, in dem Moment hat er sich für die Staatspräsidentin eingesetzt, weil er gefunden hat, das ist völlig daneben. Aber dass Staatspräsidentin er ist einmal ausgepfiffen worden. Nicht immer, nein. Und auch Brasilien. Schau, jetzt, ich kann dir sagen, ich reise viel mit ihm um. Ja. Und er kommt auch viel Applaus über. Und die klatschen, sind nicht alles korrupte, gewisse Leute denken. Okay, reden wir über dich. Reden wir über dich. Du bist jetzt seit 4 Jahren der Chef. Gestanden in der Handelszeitung, du verdienst 362'000 Franken. Ist natürlich eine Beleidigung. Das ist, es ist zwischen 800 und 1 Million. Nein, ich wollte näher bei 800 oder nein, bei 1 Million. Ich wollte die 361'000, das ist ein steuerbares Einkommen aus dem 2012. Die aktuellen Zahlen für 2013, 2014 hat man nicht. Boni. Ich habe meine Steuerdaten nicht sperren lassen in Meilen. Jetzt bin ich in Zürich, weil ich nichts zu verbergen habe. Die Journalisten müssen warten bis nächstes Jahr, dann wissen sie, was jetzt kommt. Aber ich wollte es dementieren. Das ist mehr. Also ist es mehr bei 800 oder mehr bei 1 Million? Es ist so, dass ich nur Steuern zahle. Liege ich etwa richtig? Ich zahle Steuern. Und, du musst nicht dementieren? Nein, ich kann das gar nicht sagen, auch gegenüber meinen Kollegen. Wieso? Ich verdiene die alle. Wer unter 1 Million verdient, ist ja ein armer Teufel. Nein. 39 Millionen haben sie an Boni genommen, die 25 Leute. Schau, erstens habe ich das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen. Nein. Ich habe das Gefühl, zum Beispiel jetzt gerade, habe ich das Gefühl, ich bin unterbezahlt. Gut. Denke ich mir. Und das andere ist... mit 800'000. Schmerz mein Vater. Oder wie der Ding gesagt hat, wie hat der Regierungsrat Gilgen gesagt, Schafsäckel zu holen. Ja. Ja, gut. Ich habe ja all meine Zahlen, darum sage ich, die kann man nachschauen. Wie gesagt, ich sperre es nicht. Und wenn die Leute wirklich das Gefühl haben, das ist das Problem, ich kann nur eins sagen. Mein Vater hat 30 Jahre als Werkzeugmacher in der Fabrik geschafft. Meine Mutter in der Migros. Ja. Zusammen haben sie einen Bruchteil von dem Verdienst, was ich. Aber niemand ist gekommen und gesagt, hey, das ist unfair. Nein. Also, ich muss jetzt anstehen, was passiert jetzt mit dir? Ich meine, du musst jetzt mal schauen, der Guido, der dann rausgeht, hat 3 Jahre Abgangsentschädigung bekommen. Glaubst du, dass selbst für die Seinen, die sich jetzt mit ihm verbündet haben, dass er noch wird schauen als eine von seinen letzten Aktionen? Also, ja, für mich wird es extrem schwierig, weil eigentlich ein Berufsbild vom FIFA-Kritiker Guido Tognoni besetzt in den nächsten 50 Jahren. Okay. Das heisst, für mich ist dort eigentlich nichts mehr zu sehen. Kannst du noch Moraltheologie machen? Ich könnte die Uni gehen und dozieren aus dem quasi akademischen, aber auch mit ein paar konkreten Beispielen. Genau, und ein Buch könnte kommen. Aber du hast noch einen Lieblingswitz zu FIFA. Könntest du uns noch erzählen zum Schluss? Ich habe viele. Ja, hast du mir erzählt. Der Sepp Blatter, der FIFA-Präsident, sein Kommunikationschef und der Generalsekretär sitzen im Auto. Wer fährt? Ist das der? Genau. Die Antwort ist? Die Polizei. Danke vielmals. Walter Di Gregorio, es war wunderbar. Mehr als Körnli war es möglicherweise. Da dabei, wir werden die Geschichte weiter verfolgen. Morgen Abend im Club Berge versetzen, kann der Wille alles ins Thema dort. Diese Sendung gibt es wieder heute in der Woche. Wir freuen uns, wenn Sie dann dabei wären. Gute Nacht und ganz eine gute Woche.